Hey Leute, hier sind wieder Hauptner und der Benny von Deep Buddies Zocken und heute gibt es die Top 5 Shader, wie vorgeschlagen wurde in den letzten Videos in den Kommentaren. Und ja, ich würde sagen, der erste Shader, den wir euch heute zeigen, ist der Cuda Shader. Ist natürlich alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ich muss sagen, er gefällt mir eigentlich ganz gut. Von der Performance läuft natürlich auch alles flüssig, Schatten ganz normal. Da nochmal kurz das Wasser. Benny, wo bist du hin? Ich komme hier. Was ist jetzt nicht gerade das Beste von den ganzen Shadern, aber ist in Ordnung, würde ich sagen. Sieht trotzdem noch besser aus als der Standardwasser. Ja, das ist klar. Jetzt sagen wir, schalten mal Regen an. Sieht man den Regen auch ein bisschen. Ja, ist jetzt nicht unbedingt der beste Regeneffekt, ist einfach Standard mit der Sonne noch. Also vom Wetter verändert sich nichts, es wird nichts dunkler, es ist einfach nur die Regenpartikel. Man kann dann auch noch auf Nacht umschalten, zeigen wir euch das auch noch. Ja, sieht eigentlich ganz in Ordnung aus in der Nacht, es ist nicht alles zu dunkel, also vielleicht für euch schon auf YouTube, aber sieht eigentlich ganz okay aus, oder? Ja, lässt sich auf jeden Fall gut damit spielen und könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, vielleicht ist das genau der Shader, der für euch passt. Und ja, würde ich auch sagen. So, und ich würde sagen, wir kommen jetzt gleich zum Shader Nummer 2. Das ist bei uns jetzt der Mr. Meep Shader. Genau. Das ist mein Favorit, muss ich sagen. Die Farben sind hier so warm. Habe ich vorhin gesagt, also lauter Rottöne, Gelbtöne und so. Also sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ihr seht es auch da. Der Sonneneffekt, den finde ich auch richtig Hammer. Und das ist so ein geiler Fokuseffekt, den du dabei hast. Ja, genau. Wenn du zum Beispiel auf mich guckst, der ist richtig Wenn geil. Wenn ich zum Beispiel jetzt so nah bei einem Block bin, dann wird im Hintergrund alles verschwommen, das Depth of Field. Und ja, bei Benny, wenn ich Benny angucke, geht das auch. Richtig geil aus. So, und ja, was finde ich sogar besser wie das vorige, obwohl es jetzt nicht so übertrieben ein Effekt ist mit den ganzen Refractions. Also ist ganz in Ordnung. Und ja, jetzt nochmal bei Nacht. Ich glaube, das war der, der bei Nacht nicht so cool war. Timeset. Timeset 14.000 oder so. Okay, geht in Ordnung. Da gab es nämlich einen, den werdet ihr später sehen, da war alles komplett schwarz dann. Ja. So, und jetzt. Auf jeden Fall sieht auch bei Nacht nicht so schlecht aus. Finde ich auch bei Regen ganz in Ordnung. Man sieht da, dass dann die Distanz. Man sieht halt einfach nicht mehr so weit. Finde ich ziemlich geil. Also vom Regen her passt der auch komplett. Ich setze nochmal auf Tag. Ist ja mein persönlicher Favorit, weil er auch nicht so viel Leistung frisst wie. Zum Beispiel ein Zeus-Shader, den seht ihr dann später noch. So, das ist das Ganze bei Tag, ändert nicht richtig wirklich viel. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Shader. Ja. Da haben wir schon den Zeus-Shader. Zeus-Shader. Oh ja. Doch momentan, glaube ich, einer der beliebtesten Shader. Der frisst aber richtig viel Leistung. So, man sieht es auch schon, dass da die Wolken anders sind. Die sehen auf jeden Fall richtig geil aus. Depth of Field ist bei dem jetzt nicht dabei, dass alles im Hintergrund verschwommen wird, wenn man was anguckt. Aber dafür, Wasser sieht zum Beispiel richtig hammer aus. Oh ja, das sieht ohne Scheiß richtig OP, das Wasser. Oh fuck. Richtig Kommt geil. Kommt man in Staunen. Man muss auch sagen, bei Nacht sieht der auch richtig geil aus. Das zeigen wir euch jetzt da kurz. Natürlich ein paar Fehler mit dem Schatten, aber trotzdem, guckt euch das an. Jetzt, wenn man zum Beispiel den Regen anmacht, auch ein Hammer-Effekt, einfach nur zum Staunen. Man sieht leider die Regenpartikel nicht nur im Boden. Ja. Aber trotzdem, seht ihr, wie geil das aussieht. Und bei Nacht ist das wahrscheinlich einer der besten Shader. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel noch auf Tag setzt, ist auch noch ein kleiner Unterschied. Bei Regen seht ihr das. Alter, das sieht richtig geil aus. In der Distanz alles so geil verschwommen. Und so gräulich. Bei Regen. Also richtig Hammer. Und jetzt zum nächsten. Da ist, glaube ich, der den Bug hat, wenn es Nacht ist. Das Sildos Vibrant Shaders, der hat glaube ich auch Depth of Field, so werde ich mich erinnern kann. Ja, hat er. Die Farben sind etwas intensiver auf jeden Fall. Ja. Sieht man. Und deutliches Grün und so weiter. Also nicht, ja genau, nicht so viel Rottöne, Gelbtöne. Ja, Wasser sieht eigentlich auch ganz in Ordnung aus. Erinnert an das Wasser vom ersten Shader. Man sieht auch, dass dann leichte Reflektionen natürlich auch. Ja, das ist ein kleiner Welleneffekt ist auch dabei. Also sieht schon ganz geil aus. Natürlich, das Gras bewegt sich auch alles. Ich würde sagen, wir schauen jetzt, wie das Ganze bei Nacht aussieht. So, genau das war es. Komplett pechschwarz, wo kein Licht ist. Licht ist. Das ist leider das Schade an dem Schädel. Kann man sicher irgendwie umändern. Aber standardmäßig leider schade.
dass es so ist. Natürlich auch in der Beschreibung verlinkt und jetzt nochmal bei Regen das Ganze. Also auch ganz in Ordnung, außer dass es ganz dunkel ist. Boah, da wird es richtig dunkel, ich sehe fast gar nichts mehr. Man sieht nur den Bereich, wo die Häuser sind, wo es Licht ist. Ja, und jetzt noch und dann Tag. Nichts mehr. Aber man sieht auch nicht mehr ganz so weit. So ist auch cool, dass sie das eingebaut haben, weil im ersten Shader war es, glaube ich, nicht so, dass die Sichtweite da limitiert wurde durch den Regen. Und ja. Aber ansonsten sicher auch ein geiler Shader, nur bei Nacht nicht ganz so geil, weil es einfach zu dunkel ist. Man sieht dann gar nichts mehr, speziell für Let's Player wahrscheinlich nicht ganz so geeignet, weil die Aufnahmen auf YouTube dann noch dunkler werden und dann sieht man einfach Nüsse. Aber Schatten auf jeden Fall ist sowieso in jedem Shader geil. Und jetzt zum letzten, der frisst, glaube ich, soweit ich weiß, am wenigsten Performance, der Paolo's Lagless Shader. Also wenn ihr einen schlechten PC habt, könnt ihr den auf jeden Fall verwenden und auch für Aufnahmen geeignet. Die Schatten sind da nicht so gut, man sieht's ja. Ja. Sind ein bisschen, ja, pixelig, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, gehen wir mal zum Wasser. Der Effekt ist ganz in Ordnung, ist zwar nicht so Hammer. Mit unterschiedlichen Wasserstufen quasi, von den Farben her. Ja, und Wellen sind auch keine da, beim Gras auch kein Effekt von dem Wind und so. Und ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt gleich zur Nacht. Schauen wir uns das Ganze mal bei Nacht an. Sie ist eigentlich ganz in Ordnung, man sieht noch die Umgebung, was ich gut finde, auch gerade für YouTube, es ist nicht alles pechschwarz. Ja, noch relativ hell, aber man merkt trotzdem, dass es Nacht ist. Ja, und jetzt nochmal Regen. Da sieht man auch nicht die Regenpartikel, leider schade. Und ja, es verändert sich auch nichts von der Sichtweite. Also man sieht genauso weit wie vorher. Und das Ganze nochmal bei Tag und Regen. Wahrscheinlich einer der Shader mit den eher wenigeren Funktionen, aber ein Shader, der trotzdem eine geile Performance hat, also wenn ihr wirklich einen schlechteren PC habt. Sieht deine Hand jetzt auch so geil aus? Meine Hand? Ja, bei mir ist die ganz grau. Ja, bei mir auch. Und das Schwert auch. What the fuck? Ja, ja, bei mir ist alles grau. Okay, das ist, wenn es regnet und Tag ist. Ist auf jeden Fall geil. Ist auf jeden Fall der sozusagen schlechteste Shader. Dafür frisst er wirklich wenig Leistung und sieht doch ziemlich gut aus, würde ich sagen. Schatten sind da, Wassereffekt ist da. Also für Leute, die wirklich einen Kack-PC haben, die können den auf jeden Fall probieren. Und ja, das war's eigentlich mit den Shadern. Ich würde sagen, wir wechseln noch mal kurz zu unserem Favoriten-Shader. Ja, eben einer ist der Zeus-Shader. Obwohl Mr. Meep ist der mit den roten. Nicht Mr. Meep-Shader. Sieht einfach geil aus. Scheiß auf die Wolken. Ja, unsere Reihenfolge nach vielleicht der beste Shader. Dann auf Platz Nummer 2, der Zeus-Shader, wie gesagt, du hast gerade gelegt, ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast, aber egal. Was hast du gesagt? Der frisst relativ viel Leistung, der Zeus-Shader war wahrscheinlich der zweitbessere von unserer Meinung jetzt nach und der beste, der Mr. Mii-Shader. Mr. Meep. Meep-Shader, genau. Ja, das sieht den Zeus-Shader nochmal. Ja, und ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, die Folge Top 5 hat euch gefallen. Shader waren auf jeden Fall geil, muss ich sagen. Und ja, ansonsten Like-Button abspritzen nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.